Ein paar letzte Ruderschläge, dann hatte es Charles Edrich geschafft. Müde, aber erleichtert beendete der Franzose am Ufer der Seine am Fuße des Eiffelturms eine einzigartige Tour de France. Rund 3000 Kilometer hatte der 58-Jährige mit seinem Ruderboot in 5 Monaten quer durch Frankreich zurückgelegt. Ein Novum. Für 3000 Kilometer war ich permanent auf dem Wasser, auf Wasserstraßen und dem Meer. Das hat vorher noch niemand getan. Nicht seine erste Weltpremiere. Edrich durchfuhr unter anderem als erster mit einem Ruderboot die Nordwestpassage. Die Tour de France war also mit Sicherheit nicht sein letztes Abenteuer.